So, da sind wir. Mal gucken. Vielleicht hat er jetzt eine neue Aufgabe für uns. Ah, Söldnerin. Wie war es in Megaris? Der Wolf ist tot. Sehr gut. Der volle Lohn, wie versprochen. Zum Glück ist Shadow nicht da. Dachtest du, ich würde feilschen? Ach, komm, Cassandra. Ich schicke nicht jeden Tag jemanden los, den eigenen Vater zu töten. Er wusste es. Aber er war ja auch nicht dein wahrer Vater, oder? Hallo? Wer bist du denn? Warum weiß der das alles? What? Woher wusstest du, dass Nikolaus mein Stiefvater ist? Ich liebe das Theater. Alle Künste eigentlich. Ein großer Feldherr wirft seine eigenen Kinder auf Geheiß des Orakels von einer Klippe. Es ist eine Tragödie für die Ewigkeit. Du hältst mein Leben für Unterhaltung? Oh nein, meine Liebe. Es ist Kunst. Ich weiß, es ist etwas viel auf einmal. Komm. Wow. Sag mir, Söldnerin, hast du etwas von Wert bei deinem Treffen mit dem Wolf gelernt? Er sprach von meinem leiblichen Vater und dass er vielleicht noch lebt. Nicht mehr lange, wenn alles nach Plan verläuft. Natürlich, dass du mir seinen Kopf bringen wirst. Was? Bist du völlig durchgedreht? Du hast den Mann, der dich großgezogen hat, für Geld getötet. Da nahm ich an, dass du wie ich deine Familie tot sehen willst. Malaka! Du meinst, du kannst Spielchen spielen? Ich schneide dir die Zunge raus! Sehr enttäuschend. Was für eine Pissau ist das bitte? Boah, was für ein Drecksack. Ich wusste von Anfang an, dass ich dir nicht trauen möchte und werde. Die Attacke hat was von Zorro aus One Piece. Ohne Scheiß. So dieses Voranstürmen, so mit den fehlen noch drei Schwerter, dann. Wäre mega geil. Oh, ist der geflogen? Wie geil! El Pino hat sich wie ein Feigling verdrückt. Ich sollte mich in seinem Haus umsehen. Yep. Ein Brief an El Pino. Oh, Phoebe, du hast ihn direkt zu mir geführt. Alter, das ist nicht sein Ernst. El Pino sucht nach einer Frau. Auf wen er es wohl jetzt wieder abgesehen hat. Vielleicht deine Mutter. Das wäre krass. Und wo ist unser Beutel mit Drachmen? Hey, ich will die haben. Ein Ladungsverzeichnis. El Pino hat sowohl an Sparta als auch an Athen Waffen verkauft. Der Krieg ist in seinem Interesse. Ich habe viele heimtückische Menschen getroffen. Aber sie waren nichts im Vergleich zu El Pino. Jeden Stein werde ich umdrehen, bis ich diese widerwärtige Schlange gefunden und zur Strecke gebracht habe. Warum geht das nicht kaputt? Das ist eine Eule. Warum geht das nicht kaputt? Blödes Spiel. Ich darf das nicht zerstören. Ich hasse Eulen. Schlange im Gras. Okay, ich mache jetzt aber erstmal die andere Mission. Der Piratin hier. War das das hier? Ich bin mir gerade nicht sicher. Hier sind so viele Aufträge. Müsste das sein, oder? So. Und los. Ho, ho, ho!
da vorne, okay. Ich mach das mal. Kann man erstens eine Schnellreise machen und zweitens, ist das praktisch für unseren Adler. Huch! Okay, mitten auf dem Dach? Das ist aber neu, finde ich. So. Schnellreise freigeschaltet. Ich mache mal Meditation, das habe ich ja noch gar nicht probiert. Dass jetzt Tag wird. Das ist so riesig hier. Unglaublich. Wir werden nie fertig werden, weil ich halt auch so viele Nebenaufgaben und Sachen erkunde. Voll schön. Kann ich es kaputt machen? Nee, ne? Okay. Hätte sein können. Komme ich da irgendwie hin? Ich will nicht den Schlipper sehen. Ui, das ist ein ganz schöner... Boah. Das sind mir eindeutig zu viele. So oft wie ich die kille, muss ich unseren Hund dann ganz oft streicheln. Als Wiedergutmachung. Oh nein! Oh nein! Ich hasse sowas. Wie der sich gequält hat. Boah, ist das ekelhaft. Ohne Scheiß, ich mag das nicht. Was für einen verfluchten Weg nehme ich hier gerade? Komme ich hier auch irgendwie an, oder? Ich weiß ja nicht. Wow, wo kommen denn die alle jetzt auf einmal daher? Ich brauche EP, ne? Muss ich halt hier alle abschlachten.
Ja, es dauert wirklich nicht lange. Es kommen immer mehr, habe ich das Gefühl. Das dauert nicht lang. Ich werde dir einen schnellen Tod vergönnen. Es kommt wirklich immer mehr. Oh nein! Ich hätte ihn nicht angreifen sollen, glaube ich. Ja, ich merke schon. Oh nee, lass mal. Das mag ich ja nicht so. Hey, trigger mich nicht. Sagtest du, du würdest diese Schlacht überleben? Du hast mich geirrt. Geh nicht mehr auf den Keks, ne? Ich hab deinen Tod gesehen. Du wirst durch meine Hand sterben. Dachtest du, du würdest diese Schlacht überleben? Du hast dich geirrt. So, jetzt habe ich dich aber gleich. Da. Hab sie alle fertig gemacht. Oder kommen dann noch mehr? Da steht noch jemand. Ich weiß, wo du bist. Ich auch. Ja. Jetzt ist aber gut hier. Ich sehe schon wieder, ich habe zwei. ich muss wieder bezahlen, ne? Ich sehe schon. Bezahl mir mal, bevor die wieder kommen. Ich werde immer ärmer. Aufwachen! Noch lass sie doch schlafen. Muss ich weniger reden. Nein, Spaß. Ella. Gibt's hier irgendwas? Nö, ne? Pass auf, Killer. Gleich, wenn jetzt wieder irgendwas hier mit rummachen kommt, werden sie alle wieder wach. Warte ab. Dann werden sie alle wieder hellhörig. Los! Ho, ho! Au, au, au! Mir geht's ganz gut. Ich bin fit. Fit. Ich hoffe, dieses Orakel hat bessere Nachrichten als das in Sparta. Ich habe Angst, dass ich nicht mehr aufhören kann. Ich habe so das Gefühl. Wie lange streame ich eigentlich schon insgesamt? Wie viele Stunden? Also ich habe um 15 Uhr circa angefangen. Ich kann nicht mehr aufhören. Und da morgen eh so ein freier Tag ist, für die meisten, kann man das ja nutzen. So. Malakka! Das Wort kannte ich aber schon vorher. Das Spiel hat mir jetzt leider nichts Neues beigebracht. Schade. Circa 10 Stunden. Ja. 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 Aber, wenn ich es jetzt aufgenommen hätte, es wäre genau die gleiche Zeit rausgekommen oder sogar noch länger.
Ja. Na, hier habe ich, musste ja den Stream nochmal neu starten. Cassandra, ist das nicht beeindruckend? Wir sind den Göttern so nah, dass ich Apollon überall spüre. Wie lief es mit Elpenor? Das erzähle ich dir später unter vier Augen. Wer ist das? 24 Stunden Stream. Ich hoffe nicht. Ich habe gerade das Orakel getroffen. Ich musste ihn einfach fragen, ob sie so glorreich ist, wie alle sagen. Sie? Und? Was sagst du? Sie hat mir mehr neue Fragen als Antworten gegeben. So sind die Orakel. Ja, um 1.10 Uhr, okay. Du hast nicht gelogen. Es ist wirklich der Speer von Leonidas. Vielleicht habe ich dich erwähnt. Okay. Erst denken, dann reden. Barnabas, benutzt deinen Kopf. Er schien eben an Legenden wie dir interessiert zu sein. Ich dachte, ihr würdet euch verstehen. Wie? Bitte fass mich nicht an. Ich ermahne ihn. Ein Schritt weiter und du hast den Speer an deiner Kehle. Sag mir, wer du bist. Fass dich nicht an. Ich habe erwähnt, dass du etwas aufbrausend bist. Hey! Bin ich angetatscht. Der sieht aus wie der Vater, ohne Scheiß. Also der... Das war ich. Die Vater. Der Krieg zwingt uns allen Neues auf. Oh nein. Gute Besserung. Damit hast du recht. Warum verschleierst du deine Identität? Ich bin hier auf Geheiß eines Mannes aus Athen. Eines mächtigen Mannes. Wir haben vor, diesen Krieg endlich zu beenden. Du hast mir erzählt, du wolltest das Orakel etwas Persönliches fragen. Der Krieg ist persönlich, Barnabas. Also, wolltest du von der Pythia wissen, wie man den Krieg beendet? Ja, aber in nicht zu danken. Ich hoffe, es wird besser. An jeder Ecke stehen Wachen. Die Menschen werden abgewiesen. Zum Kotzen mit dem Fieber. Das ist mein Rücken. Juckt gerade. Muss kurz kratzen. Ich kann Tee schon gar nicht mehr sehen. Das glaube ich dir, wenn man das in Massen trinken muss. Ja, ich kann es verstehen. Was anderes Warmes wäre jetzt vielleicht nicht so gut, ne? Am besten ist halt auch Suppe und so essen. Puh, dieser Andrang ist ja unglaublich. Übelkeit, oh ja. Viele Menschen, um die Pythia zu sehen? Das sind ja nicht alles gewöhnliche. Das killt mich immer. Jede Stadt entsendet Theoroi, heilige Botschafter, die um Hilfe für ihre Einwohner bitten. Die Pythia hat nicht nur Einfluss auf die persönlichen Schicksale der Menschen, sondern auch auf das Schicksal der gesamten griechischen Welt. Stell dir vor, wie viel Einfluss man nehmen könnte, würde man lenken, was sie von sich gibt. Sie wird von Apollon gelenkt. Natürlich wird sie das. Du scheinst nicht überzeugt davon zu sein, dass man der Pythia Glauben schenken kann. Was hat sie dir gesagt? Ich bat sie, mir eine Möglichkeit zu zeigen, diesen Krieg zu beenden. Sie sagte, der Frühling sollte sich nicht den Winter wünschen, weil er seinen Tod bedeutet. Welch Weisheit! Ich verstehe kein Wort davon. Aber deswegen ist sie ja da drin und wir stehen hier draußen. Ich erkenne eine Drohung, wenn ich eine höre. Du hast so lange auf Kephallenia gelebt. Delphi ist nicht annähernd so, wie es alle beschreiben. War es schon immer so? Nein. Es war einst ein offener, gastfreundlicher Ort. Aber der Krieg ändert alles. Jetzt suchen die Menschen die Pythia aus politischen Gründen auf. Prophezeiungen in Kriegszeiten treiben die Gemüter zur Gewalt. Du solltest deine Klingen besser verdeckt lassen. Blutvergießen wird in Delphi als Beleidigung Apollons verstanden. Die Strafe dafür wiegt schwer. Okay, gut zu wissen. So. Ich will der Pythia ein paar Fragen stellen. Aber diese Schlange, ich bin alt und grau, bis ich sie endlich treffe. Du machst Witze! Du besitzt mehr Waffen als eine Schmiede. Ich will hier keinen Ärger machen. Ärger? Geh einfach rein! Wer will dich aufhalten? Der Priester? Na schön. Aber wenn das schief, gebe ich dir die Schuld dafür, Barnabas. Duximus, danke schön für dein Follow. Hast du mich gerade erschrocken?
Puh. Du hast mich gerade sehr erschrocken. Alles gut. Es passiert öfter. Es passiert öfter. Oh Gott. Dankeschön für dein Follow. Ich glaube, meinen Zustand kann ich nicht aufs Eis. Ja, wäre auch keine gute Idee. Ruhe erstmal deinen Körper aus. Ist wirklich wichtig. Weil sonst kannst du es, glaube ich, schlimmer machen, als es jetzt schon ist. Und dann liegst du noch länger flach. Oder nicht, dass du umkippst oder so ein Scheiß. Das wär noch schlimmer. Ja, Hype. Ich hab mich voll erschrocken gerade. Die Alerts sind halt heute sehr, sehr ruhig. Am Anfang war es ziemlich gemein von euch. Ja. Aber es freut mich, jetzt nicht falsch verstehen. Freut mich. Nur der Erschrecker tat weh. Eintritt erhält nur, wer vom Licht des Apollon auserwählt wurde. Und wie wird man auserwählt? Indem man sich hinten anstellt. Oh. Sehe ich aus, als würde ich mich hinten anstellen? Wir sollten vielleicht nicht drohen, das ist keine gute Idee. Sie hat ihn gerade wirklich gedroht, ne? Okay, ich habe Angst. Tritt ein in das Licht des Apollon. In das Licht, das alle Schatten erleuchtet. Wähle deine Frage mit Bedacht, Sterbliche. Denn nur eine ist dir gewährt. Sprich, Wahrheitssuchende. Als Kind verlor ich meine Mutter. Ich muss sie finden. Wo ist sie? Du bist es, aus den Visionen, das Kind auf dem Berg. Wie kannst du das wissen? Du musst gehen, sofort. Gehen? Aber ich... Hast du eine Ahnung, was ich durchstehen musste, um hierher zu kommen? Oh, das habe ich. Ich sah, dass sich der Blick des Priesters auf Kausos nicht in die Knie zwang. Ein Kind und seine Familie verdanken dir ihr Leben. Aber woher... Niemand kann sich vor dem Licht verstecken. Bitte. Hä? Der Weg hierher war weit. Ich brauche Antworten auf meine Fragen. Kind des Berges. Der Kult des Kosmos hat seine Augen überall. Sie werden dich töten. Kult des Kosmos? Das Orakel hat gesprochen. Die Prophezeiung ist dein. Du hast meine Fragen nicht beantwortet. Die Pythia ist fertig für heute. Ich gehe nicht ohne Antworten. Ich habe jetzt absolut keine Ahnung, was hier gerade abgeht. Aber mein Kater kuschelt mit mir, das ist so süß. Oh ja, das glaube ich dir. Herodotos, du bist noch hier. Wo ist Barnabas? Er ist zum Schiff zurückgegangen. Du scheinst nicht glücklich über deine Prophezeiung zu sein. Nee. Sie wusste, wer ich bin. Irgendwie nicht. Sie ist die Pythia. Es gehört zu ihrem Beruf, so zu tun, als würde sie dich kennen. Sie hat nicht nur so getan. Sie sagte, sie habe Visionen von mir als Kind auf einem Berg. Welches Kind stand nicht schon mal auf einem Berg? Ich bin von diesem Berg geworfen worden. Mein Leben endete und begann auf diesem Berg. Glaub mir, sie wusste, wer ich bin, was ich getan habe. Sie wollte mich warnen. Warnen? Wovor? Ich weiß nicht, ob ich ihn trauen kann, aber komm, Schwester. Sie sprach vom Kult des Kosmos. Sagt dir das irgendetwas? Anscheinend ja. Ich habe Gerüchte gehört. Ein Kult, kein gewöhnlicher, auf dem Weg nach Delphi. Aber ich habe denen keine Beachtung geschenkt. Die Pythia hatte Angst vor ihnen. Die Wachen haben sie fortgeführt. Fortgeführt? Dann stimmen die Gerüchte. Wenn dieser Kult die Pythia manipuliert... Okay. Das sind erschütternde Neuigkeiten. Weißt du, was das bedeutet? Durch sie kontrolliert dieser Kult die Welt. Ich muss unbedingt mit ihr sprechen, wenn sie nicht so gut bewacht wird. Dafür müssten dir die Götter ein Wunder schenken. Sie wird immer bewacht. Dann beseitigen wir einfach die Gegner. Du weißt mehr über die Pythia als ich. Wo könnte ich sie finden? Wenn sie sich nicht im Tempel des Apollon aufhält, dann in ihrem Haus in der Chora von Delphi. Okay. Ich wollte mich gerade mal ausruhen mit meinen Händen. Ich kann schlecht alle Türen eintreten, bis ich sie gefunden habe.
Das Haus des Orakels sollte leicht genug ausfindig zu machen sein. Sie ist wohl die Einzige, die es sich leisten kann, im Luxus zu leben. Kann jemand für mich den Controller bedienen? Kannst du mir sagen, wo genau die Pythia dort lebt? Ich bin kurz mal ins Bad und einen rauchen. Ist okay, Killer. Aber sei vorsichtig, man wird sie bewachen. Nicht jeder sucht das Orakel mit guten Absichten auf. Ich werde herausfinden, wo die Pythia lebt. Und meine Antworten bekommen. Cassandra, vergiss eines nicht. Schiere Kraft ist nutzlos, wo Feingefühl vonnöten ist. Ich weiß, was er meint, aber ich weiß nicht, ob ich es so hinkriege. Ich muss mal den Pinselhelm wechseln. So, wartet.